Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, zunächst heiße ich Sie alle willkommen. Einfachheitshalber spreche, rede ich jeweils in der männlichen Form. Meine aber selbstverständlich sind auch gleichzeitig die weiblichen Formen. Zu Beginn möchte ich mich quasi entschuldigen, dass ich Ihnen entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, wie beim Seniorenattentat oder Neujahrsempfang, eventuell nicht allen die Hände am Eingang geschüttelt habe. Zum einen bin ich auch ein wenig erkältet und grundsätzlich ist dies momentan aufgrund der Coronavirus-Infektionssituation hier auch im Neckarkreis nicht ganz so gewünscht. Aber ich hoffe, dass Sie hierfür auch Verständnis haben. Und zugleich machen Sie sich schon bitte mal hier Gedanken, welchen der 10 Bürgermeisterkandidaten Sie eine Bewältigung solch einer Corona-Krise oder eben die nächste auf uns als Kommune zurollende Flüchtlingskrise am ehesten zutrauen. Nun, ich habe es eben schon angesprochen. Sie haben die Auswahl zwischen 10 Kandidaten. Aber meines Erachtens haben Sie allein durch die hohe Anzahl an Kandidaten eben nicht die Qual der Wahl. Ebenso höre ich immer wieder, die Anzahl der Kandidaten führt automatisch zu einer hohen Wahlbeteiligung. Im Übrigen sind es insgesamt 3200 mögliche Wahlberechtigte. Aber ganz ehrlich, es steigert die Wahlbeteiligung aufgrund der Tatsache von 10 Kandidaten nun auch nicht ins Uferlose. In 2012 ging im ersten Mal dann bei 5 Kandidaten 77,5% und im zweiten Mal dann bei 2 Kandidaten sogar 77,7% wählen. Jeder, ich sage nun absichtlich, jeder kann sich bewerben. So ist die Demokratie. Ob Sie sich dabei für Sie persönlich mal eine qualifizierte Bewerbung handelt oder eben nicht, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme. Und ganz ehrlich, hoffe ich natürlich inständig darauf, dass Sie mich als den qualifiziertesten Bewerber erachten und mir am Wahltag mit einem eindeutigen Ergebnis hierfür auch Ihre Bestätigung geben. Bitte gehen Sie wählen und machen Sie mit Ihrer Stimme für mich die Gemeinde Mauer zukunftsfähig. Ganz klares Bekenntnis von mir vorab, wie übrigens bereits vor 8 Jahren auch schon, ich trete nicht gegen jemanden, sondern trete für Mauer an und trete auch für Mauer ein. Bitte vergessen Sie aber hierbei auch nicht, dass ich auch kein routinierter Vollprofi bin. Keine Frage. Auch ich habe Emotionen und mache selbstverständlich nicht alles richtig. Bei einem Geburtstagsbesuch zeigte mir der Jubilar eine Lebensweise, ein Schild, auf dem Folgendes zu lesen war. Freunde müssen nicht perfekt sein, aber ehrlich. Daraufhin sagte der Jubilar, und dieses passt auch unter anderem auf Bürgermeister. Ein Bürgermeister muss nicht perfekt sein, aber ehrlich. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass es so viele Kandidaten dann doch zum Schluss gibt, die sich das Amt des Bürgermeisters hier in Mauer vorstellen können. Ich glaube auch, dass nicht jeder genau weiß, was dieses Amt alles beinhaltet. Klar, vorrangig handelt es sich entgegen zu vielen anderen Wahlen, eben bei den kommunalen Bürgermeisterwahlen, hauptsächlich um eine Persönlichkeitswahl. Was macht aber einen guten Bürgermeister aus? Pauschal ist das schwer zu urteilen. Es muss einfach passen, wie die berühmte Faust aufs Auge. Grundsätzlich sollte er fachlich qualifiziert sein und über menschliche Qualitäten verfügen. Er muss dann auch natürlich sein, auf Menschen zugehen und mit ihnen umgehen können. Er muss authentisch und ehrlich sein. Fachliches Wissen gepaart mit sozialen Schlüsselkompetenzen. Das wäre die ideale Besetzung. Neben den ganzen bekannten typischen Eigenschaften und Fähigkeiten des Bürgermeisters sage ich Ihnen aber auch nach meiner 8-jährigen Erfahrung, selbstverständlich muss der Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde, in seiner kleinen Verwaltung als Sachbearbeiter mitarbeiten und nicht einfach nur repräsentieren oder gar delegieren. Nun fragen Sie doch mal die Mitarbeiter über Ihren aktuellen Chef. Ich glaube, Sie alle kennen die Antwort, denn die Gemeindeverwaltung, und damit meine ich alle, vom Hauptamtsleiter zum Bauhofmitarbeiter, von der Schulsekretärin zur Reinigungsfrau, von der Gemeindebücherei bis zur Kernzeit und Küchenkraftmitarbeiter, sind derzeit hoch zufrieden. Und diese grundsätzliche Zufriedenheit merken Sie, liebe Bürger, in Ihrem Erlebnis mit der Gemeindeverwaltung. Ebenso habe ich durch meine vorherige dienstliche Verwendung beim Bundeskriminalamt viele Eigenschaften und Fähigkeiten erworben, die mir bzw. den Bürgern nun auch mal im Alltag, im Mauer nützlich sind oder sein können.
Ich glaube, es ist bekannt, dass ich zum einen auch keine Angst habe und mir nicht zu schade bin, quasi als Ortspolizeibehörde oder Ordnungsamt mal ordnungsrechtlich bzw. polizeilich einzuschreiten. Ob bei Verkehrsdelikten, Sachbeschädigung, Personenkontrollen oder auch zu Präventionsangelegenheiten. Die Sicherheit meiner Bürger, insbesondere aber auch deren Kinder, ist mir sehr, sehr wichtig. Ebenso habe ich durch meinen Auslandsaufenthalt in Krisengebieten meine interkulturellen Fähigkeiten erworben und biete dadurch den in Mauern lebenden Flüchtlingen aus allen anderen Ländern Unterstützung zur Integration an. Bringe ihnen aber auch Normen und Regeln bei, hier in Deutschland bzw. Mauer zu wohnen, zu arbeiten und zu leben. Natürlich ist ein weiteres großes Plus meine Bürgernähe, Kompromissbereitschaft und mein Verhandlungsgeschick, sowie das in 8 Jahren aufgebaute politische und menschliche Netzwerk. All diese kleinen und großen Facetten macht das Amt für mich hier in Mauer so reizvoll. Es macht mir einfach Spaß. Ich kann mich noch genau an die damalige Kandidatenvorstellung vor 8 Jahren erinnern. Aber damals gab es einen großen Unterschied. Alle zur Wahl gestandenen 5 Bürgermeisterkandidaten hatten keinen Amtsinhaber zu schlagen. Dies hätte vermutlich auch keiner der 5 Kandidaten geschafft. Selbstverständlich ich auch nicht. Eine kleine Anekdote zum damaligen Event. Die letzten Tage kam ich mit einem Bürger ins Gespräch, der mir sagte, dass er selbst nicht bei der damaligen Kandidatenvorstellung zugegen war. Er habe aber damals im Nachhinein gehört, dass ich als Einziger ohne ein schriftliches Konzept gesprochen habe. Ich hätte bei der Vorstellung gesagt, mein Konzept habe ich zu Hause auf dem Küchentisch vergessen. Dies stimmt natürlich nicht. Das war aber anscheinend von den damaligen Gegnern im Nachhinein so in der Bürgerschaft lanciert, um mich schlecht aussehen zu lassen. Damit dies nicht schon wieder passiert, habe ich schon etwas Schriftliches verfasst und gebe es nachher der Anneckerzeitung, die übrigens im Vorfeld alle Kandidaten dieses auch gegeben hat. Nun zurück zu 2012. Das Gegenteil war der Fall. Viele Bürger fanden meinen fast freien Vortrag anscheinend sehr natürlich, authentisch und damit wohl auch ansprechend. Natürlichkeit und authentisches Auftreten wird bekanntermaßen vom Bürger immer noch gemacht. Vor Ort wünscht man sich einen Vertreter wie du und ich, jemanden aus dem Dorf, der die Gegebenheiten kennt und sich nicht verstellt. Die Bürger erwarten der Kommunalpolitik die Fähigkeit von Menschen, Kompromisse zu finden. Für Streit und parteipolitische Zwecke wird man nicht gewählt, sondern für Fähigkeit, nicht nur den Streit zu vermitteln und zu gestalten. Ebenso muss man aber auch immer wieder erwähnen, dass zwar der Bürgermeister dem Gremium der Gemeinderat vorsteht, aber nur eine einzige Stimme von 15 hat. In der Realität, wie übrigens auch in der Gemeindeordnung gefordert, ist das Hauptorgan einer Gemeinde eben nicht der Bürgermeister, sondern der Gemeinderat. Somit kann der Bürgermeister keine großen und weitreichenden Entscheidungen selbst für sich alleine treffen, sondern nur im Einklang mit der Mehrheit des Gremiums. Das Gemeinderatsparlament ist kein Land oder Bundestag. Hier bei uns in der Kommune gilt es, klare Botschaften an die Bürger zu formulieren und die Gemeinde zu uns fähig zu machen. Somit kann oder muss gar der mehrheitliche Gemeinderat gestalten. Jeder einzelne Gremium ist aufgefordert, gestalterische Ideen einzubringen, die es zu erörtern und bei mehrheitlichem Wohlgefallen auch zu beschließen gilt. Deswegen verstehe ich uns, Gemeinderat und Bürgermeister, auch als Führungsteam einer Gemeinde. Und ich kann Ihnen nicht nur aus meiner Sicht sagen, dass dieses Team oft sich auch die letzten 8 Jahre sehr gut funktioniert hat. Die in meinem Flyer Homepage aufgeführte Erfolgsbilanz der letzten 8 Jahre ist der unumstrittene Nachweisbeweis. Hier wird es wunderbar noch mehrere abgeschlossene Investitionenbau- und Sanierungsprojekte aufgeführt. Zum Beispiel die vielen Straßensanierungen, insbesondere längst überfällige Mozartstraße, großflächige VDSL-Ausbau für das schnelle Internet, der neue Parkplatz in der Waldstraße, Neubau Feuerwehrhaus, Sportplatzumbau, der dritte Fahrradunterstand an der S-Bahn, Sanierung des Jugendcafés, Familientreff Mauki, Sanierung Einlaufbecken an der Landesstraße nach Schaffhausen von Schutz vor Hochwasser bzw. Starkregen. Neuer Spielplatz, Hüblinge, Umbau der Fahrradstrecke,
in einer attraktiven Pumptrack, Graffiti, Verschönerung in der Dorfmitte und zuletzt neue Bauwagen für die evangelische Waldkindergartengruppe. Ich könnte noch viele mehr abgeschlossene Projekte aufzählen, aber angesichts der Zeit spare ich das. Zusätzlich wurden verschiedene Bauprojekte von Privatinvestoren im Gemeinderat mittels der Aufstellung von Bebauungsplänen unterstützt erst möglich gemacht. Das weitere direkt an Grenzen Haus bekannte Elbe-Café beim Regenzorn im Grüner Garten sowie die moderne altersgerechte Bebauung an der Elsens. Das gleiche gerade das Neubaugebiet am Karlsbrunn gemäß dem beschlossenen Bebauungsplan aktuell neu gebaut. Und der Bebauungsplan am Karlsbrunn als auch Schützenstraße sind gerade an Fehlerbahnen. Ferner wurde in den letzten 8 Jahren als kulturelles soziales Rückgrat zur Steigerung der Lebensqualität aller Generationen verschiedene Projekte durchgeführt. Dazu sehen wir das Rotschleifenfest, der jährliche Seniorenausflug, Bürgerhof und Friedhofsbus, Filmfest der Generation, Stadtwahlen und so weiter und so weiter. Sie sehen, Mauer ist im Leben zu Dienst der Gemeinde zum Wohlfühlen. Also den latenten Vorwurf einer Gestaltungsuntätigkeit möchte ich hier vehement und entschieden zurückweisen. Auch hier gilt das Angebot. Fragen Sie doch mal aktuelle oder ehemalige Mitglieder des Gemeinderats. Wie zufrieden Sie mit Ihrem Bürgermeister die letzten 8 Jahre waren bzw. sind? Achso, in diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass anscheinend viele Bürger beim Anblick meines Flyers an eine italienische Pizza-Flyer erinnert haben. Nein, das ist übrigens von meinem Bruder, der ist ja heute hier aus Korea angereist, ich hoffe ohne Corona, sondern nur die Welt. Letztendlich, nein, es ist keine Anti-Werbung zur deutschen Wagner-Pizza, auf den Kollegen Daniel Wagner, der hier nachher sich auch noch vorstellt. Es sind die Maurerfarben, rot-grün, ganz einfach. Nun sollen natürlich auch zum Schluss noch konkrete Ziele oder Projekte für die kommenden Jahre hier genannt werden, die im Übrigen auch auf dem Flyer bzw. Homepage nochmals nachzulesen sind. Vorrangig natürlich die Sanierung der Sport- und Kulturhalle, deren Zeitplan nun auch seit Herbst 2019 feststeht. Im Herbst dieses Jahres werden die Zuschussanträge an verschiedenen Überwachungsstellen gestellt und mit deren hoffentlich positive Rückmeldung die Sanierung dann im Frühsommer 2021 beginnen kann. Natürlich werden wir versuchen, unser Kleinhaltenmarkt so lange wie möglich für die Bürgerschaft zu erhalten und die notwendigen Sanierungsarbeiten und der dazugehörigen Kosten unter fachplanerischen Gesichtspunkten zu ermitteln. Zeitnah Umsetzung der bereits begonnenen Planung zum Neubaugebiet am Grafenrhein. Wie in den letzten Jahren auch, regelmäßig mit den beiden kirchlichen Trägern der beiden Kindergärten als auch mit der privaten U3-Wappenkiste im gegenseitigen Einvernehmen die Zukunft, den Bedarf bzw. den eventuellen Ausbau der Kinderbetreuung besprechen. Insbesondere die weiteren Kinderzahlen beobachten. In diesem Zusammenhang werden wir als Gemeinderat neue Wege zur Unterstützung von Tageseltern geben müssen, um die Betreuung unserer Kinder sicherzustellen. Wie die letzten Jahre zuvor auch, die regelmäßigen Kontrollen von Kinderspielplätzen der Gemeinde und deren einhergehenden Sanierung bzw. Neuinvestitionen zum Erhalt der Attraktivität. Ebenso müssen in unseren Kindertageseinrichtungen, damit meine ich die Kindergärten und die Grundschule, notwendige Gelder für eine moderne, funktionsgerechte und digitale Ausstattung in Absprache bzw. Einvernehmen der jeweiligen Leitung investiert werden. Die Einführung von Schulsozialarbeit in der Grundschule, um gesellschaftlichen Problemen entgegenzuwirken. Ständige, aber auch maßvolle Sanierung in die Infrastruktur, insbesondere in die Versorgungssicherheit von Wasserleitungen. Das Erarbeiten eines Klimaschutzkonzeptes und die Umsetzung der daran entwickelten neuen Maßnahmen. Erhalt der Natur mit weiteren Blühwiesen, Obstbautransaktionen etc. 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 Auch hier könnte ich Ihnen noch eine Unmenge an Ideen und Projekten nennen. Sie sehen, es gibt noch viel zu tun. Bleiben wir dran. Ich denke, ich habe auch die letzten 8 Jahre tatkräftig bewiesen, dass ich Bürgermeister der Gemeinde Mauer kann und würde es auch gerne bleiben. Nachdem ich Sie aufgefordert habe, meine Mitarbeiter und meinen Gemeinderat nach dem Chef bzw. Bürgermeister zu fragen, frage ich schon Sie als Bürger und erwarte am Wahlsonntag Ihre Antwort. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Bürgermeister? Nun wünsche ich Ihnen noch einen aufschlussreichen Abend und freue mich auf den kommenden Sonntag.